Blitzer. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Burnout Paradise auf der Nintendo Switch. Mit enorm cooler Musik natürlich. Wir erleben hier hoffentlich unverfälschten Fahrspaß, unkomplizierten Fahrspaß. Okay, zu Paradise City würde ich mal sagen. Willkommen in Paradise City, der Heimat des Burnout Driving. Von den Serpentinen des White Mountain bis ins Straßennetz von Downtown Paradise bietet die Stadt endlose Verkehrswege, die du nach Herzenslust erkunden kannst. Es handelt sich um ein noch nie erlebtes Fahrereignis der Extraklasse. Jede Straße ist eine Herausforderung. Wir registrieren deine Bestzeiten und größten Crashs. Wenn du richtig Action brauchst, halte an einer Ampel und lass die Reifen durchdrehen. An jeder Kreuzung wartet ein Abenteuer. Die Events in Paradise City enden an einer von 8 Locations. Eine in jeder Himmelsrichtung. Im Norden der Stadt liegt der Country Club, das Coast Guard HQ im Nordosten, der Waterfront Plaza an der Ostküste, im Südosten liegt das Wildcats Baseball Stadium, die Naval Yard ist an der Südküste, die Lone Stallion Ranch liegt südwestlich der Stadt, die Wind Farm ist in den West Hills und im Gebirge im Nordwesten liegt das Observatory. Als Anfänger erhältst du eine Lernfahrlizenz. Eventsiege werden darauf notiert. Nach genügend Siegen bekommst du eine neue Lizenz und ein neues Auto. Die Welt steckt voller Überraschungen. Wir halten dich schon auf dem Laufenden. Was als nächstes passiert, ist deine eigene Entscheidung. Ich muss sagen, ich habe das irgendwann schon mal am PC gespielt. Ich glaube, PC war es. Oder PlayStation? Ich weiß nicht mehr. Und ich bin DJ Atomica, dein City Guide für die Straßen von Paradise City. Also, zuerst brauchen wir ein Bild für deinen Lernfahrausweis. Halt still und drücke die Fortfahren-Taste, um zu fotografieren. Mit dem Lernfahrausweis kannst du durch ganz Paradise City fahren. Profifahrer haben eine Burnout-Fahrerlizenz, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Komm, wir besorgen dir eine Karre auf dem Schrottplatz. Was Besseres als diesen Hunter Cavalry haben wir gerade nicht. Das ist ein Stuntauto für Sprünge und Spins, aber auch ein guter Allrounder. Perfekt für einen Anfänger wie dich. Okay, also wie gesagt, ich habe das früher schon mal gespielt, aber ich kann mich kaum mehr erinnern. Das Auto ist ziemlich lediert. Such lieber eine Werkstatt auf und lass es reparieren, bevor du dich in die nächste Action stürzt. Wir haben die nächste Werkstatt in die Karte eingezeichnet. Sie ist direkt beim Angus Wharf. Mal sehen, ob die Karre anspringt. Halte das Gas gedrückt, um den Motor hochzupowern. Ja, perfekt. Also es läuft bisher sehr gut. Ups. Und es sieht cool aus, läuft butterweich bis jetzt. Lässt du einen Wagen zum ersten Mal reparieren, wird die Burning Boot für ihn zu deiner Karte hinzugefügt. Sieht doch cool aus. Ah, das Y ist die Handbremse. Und hier habe ich gesehen, hier gibt's was. So. Starten, halte an einer Ampel und drücke gleichzeitig Bremse und Gas. Alle gefundenen Events werden auf der Karte eingetragen. Okay. Jetzt bist du das Opfer. Du bist hier.
Die anderen Fahrer folgen dir zur Naval Yard im Südwesten. Kommst du heil an, wird dein Erfolg in der Lizenz verbucht. Aha, okay. Ich werde verfolgt. Ja, tatsächlich. Hey. Wie sieht's mit der Geschwindigkeitsbeschränkung aus? Ups. Also das Geschwindigkeitsgefühl kommt wirklich gut rüber. Marked Man. Oh, 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 oh. Jetzt sollte ich dann irgendwann mal ein wenig links fahren. Ja, so komme ich. So komme ich, glaube ich, an. Der Kompass oben im Bildschirm weist zur Ziellinie und die Schilder zeigen die nächste Kurve an. Abkürzungen musst du alleine finden. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so toll. Ich habe es nur blinken sehen und habe die Panik bekommen. Oh, das war etwas zu viel Handbremse. Handgebremse. Da. Oh! Oh, Kacke. Events so. Werden auf deiner Fahrerlizenz vermerkt. Fahre Siege ein, um die nächste Lizenz zu erhalten. Hier haben wir schon das nächste. Und ich. Die Karte unten im Bildschirm zeigt deine Umgebung. Und die Zeichen oben zeigen den Straßennamen und die kommenden Kurven an. Okay. Drücke den Minusknopf. Ah, und da können wir uns jetzt die gesamte Map anzeigen. Rennen. Das ist ein Rennen. Du bist hier. Rase zur Wind Farm im Nordwesten. Also kein. Okay. Wir haben hier nämlich Nitro. Haha. Also kein vorgefertigter Streckenverlauf, sondern einfach mal. Einfach mal losbrettern. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da eine ordentliche Rubberband-KI gibt. Schauen wir mal. Momentan sieht's gut aus. Wir sind souverän Erster. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Dass wir hier die Kurven kriegen. Wenn wir uns hier, wenn wir waghalsig fahren, zum Beispiel im Gegenverkehr oder hier einen Beinahe-Crash verursachen, das bringt uns alles Nitro.
Ja, so viel dazu, wenn man auf die Karte unten sieht, aufs Radar sieht, da kann es schon mal passieren, dass es einen kleinen Crash gibt. So, jetzt haben wir gleich ein paar Kurven. Die hier sieht etwas enger aus, ist aber nicht schlimm. So, 0,9 Kilometer noch oben blinkt's. Das heißt nun wohl, letztes Nitro rausballern, damit man nicht noch überholt wird. Doch ziemlich souverän, würde ich sagen. Lizenz aufgewertet. Haha. Glückwunsch! Mit diesem Sieg hast du deine Lizenz auf Klasse D aufgewertet. Deine Siege wurden von der Karte gelöscht. Du kannst die Events erneut spielen. Erfolge werden auf der neuen Lizenz vermerkt. Feier das Lizenz-Upgrade mit einem neuen Wagen. Der Hunter Mesquite wurde zum Schrottplatz geliefert. Oh. Am Schrottplatz verfügbar, okay. Das ist. Ah. Überall in Paradise City stehen Burnout-Werbetafeln. Schaffst du es, alle umzufahren? Ja, wenn ich lange genug spiele, dann schon. So, jetzt müssen wir mal schauen, das nächste Event, wo sich das versteckt hält. Außer, schauen wir mal auf die Karte. Kann ich mir hier irgendwie. Nö, ich kann mir zwar die Karte anzeigen, aber keine Navigationspunkte oder keine Route dorthin. Die muss ich dann wohl selbst finden. Was ich etwas übersehen. Jetzt fahren wir mal einfach Richtung Schrottplatz. Da wird bestimmt noch irgendwo ein Rennen oder irgendwas aufploppen, das uns etwas vom Weg abbringt, aber das macht nichts. Das nehmen wir jetzt gern mit. Wenn es wahr ist, dass überall auf jeder Kreuzung was ist, dann sollte hier auch was sein. Genau, ein Rennen. Na, startbereit? Du bist hier. Rase zur Naval Yard im Südosten. Boah. Das ist weit. Okay, dann geben wir mal Stoff. Ah, 120 Meter Drift. Dann noch erster. Sollten wir nicht zu oft crashen, sollte sich das auch nicht ändern, hoffentlich. Ja, da wäre so ein Plakat wieder gewesen. Eine Werbetafel. 3,9 Meter noch. Ich bin zwar jetzt Erster, aber irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass vielleicht manch anderer
einen anderen Weg eingeschlagen hat und vielleicht mich dann noch irgendwo überholt. Da kommt richtig Geschwindigkeitsfeeling rüber. So, 1,4 Meter noch, Kilometer noch. Okay, da vorne müssen wir dann, wow, abbiegen. Wow, das war knapp. Und ab ins Ziel. Und mit noch größerem Abstand gewonnen. Schadlos glücklich. Sechs Siege noch, dann. Der Nakamura SI7 kurft gerade durch Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn dir unter den Nagel zu reißen. Oh. Wie weiß ich, wo der ist? Hat mir das angezeigt? Marked Man. Jetzt schauen wir noch, ob wir. Tankstelle, um schnell Boost zu tanken. Die Tankstellen werden dann auf der Karte eingetragen. Hey, ist das derjenige? Der Wagen? Dränge andere Fahrer von der Straße, um ihr Auto einzukassieren. Ja, ja. Das war der Plan. Allerdings. Hier ist er. Oh, hier ist er. Ist dein Auto stark beschädigt? Lass es in einer Werkstatt reparieren. Nö, ich hole mir einfach das nächste. Ich hole mir einfach das vom anderen. Wow. Totalschaden. Nicht gut. Vor allem haut der einfach ab jetzt. Der hier, oder? Ha, da ist er. Wenn du die Wagenfarbe ändern möchtest, fahr einfach durch die Reihe. Die werden dann auf der Karte vermerkt. Den sehe ich nicht mehr jetzt. Der ist jetzt irgendwo. Sind auf spezielle Wagen zugeschnitten. Besorg dir diesen Wagen und bestehe die Challenge, um eine Belohnung zu erhalten. Okay. Ja, wie es aussieht, werde ich den einen Wagen wohl nicht mehr. Oder hier? Ich glaube, das ist er. Ja, das ist er wirklich. Welch ein Glück. Schießt du ein anderes Auto ab, landet das Wrack auf dem Schrott. Suche einen Schrottplatz, um es abzuholen. Haha. So, das ist cool. Jetzt sollten wir. Da ist ein Schrottplatz gewesen. Da ist ein Schrottplatz. Ja. Ja, würde mich echt interessieren, ob es hier irgendwie eine Möglichkeit gäbe, sich zumindest unten auf der Minimap eine Route anzeigen zu lassen. Damit wir wissen, wo wir hin sollen. Um Abkürzungen zu finden, fahre durch die Tore mit dem gelben Zeichen. Mit Topspeed auf die Rampe und zieh die Handbremse, um den Wagen beim Abheben in den Flatspin zu drehen. Okay, Flatspin. Kurve verpatzt? Egal. Handbremse ziehen. Der Handbremsenslide ist vielseitig einsetzbar.
So, hier muss der Schrottplatz sein. Hier, wo groß Junkyard steht. Stell deine eigene Flotte zusammen und finde einen Schrottplatz wie diesen, um den Wagen zu wechseln. Es gibt 5 davon in Paradise City. Motorrad? Motorrad. Die sehen cool aus. So, das ist genau der, den wir zerstört haben. Paradise Autos. Eins, zwei, drei. Der hat hier viel mehr. Den nehmen wir uns mal. Das ist ein Crash Car. Wenn du mit diesem Wagen anderen reinfährst und sie schrottest, erhältst du Boost, den du jederzeit verwenden kannst. Aha, okay. Wir haben, soweit ich das sehen kann, glaube ich, die roten Events noch nicht gesehen. Gelb ist Marked Man, richtig? Genau. Blau ist ein normales Rennen. Und jetzt rot ist Burning Root. Falscher Wagen, da muss ich den richtigen Wagen haben, okay. Autsch. Vielleicht hier, das ist auch rot, nur nicht so durchsichtig wie das, wo wir den falschen Wagen haben. Wie sieht's hier aus? Road Rage. Ich hätte ihn reparieren sollen. Fighte in der Stadt gegen andere Fahrer. Crashe innerhalb der Zeit die benötigte Anzahl Wagen, ohne selbst geschrottet zu werden, um deinen Erfolg zu verbuchen. Okay, ich hätte reparieren sollen vorher. Schrottest du in einem Crashcar andere, steigt dein Boost um eine Einheit. Wirst du platt gemacht, verlierst du eine. Ziel erreicht. Wir reparieren mal. Ach so, das geht noch weiter. Wir haben immer noch 2 Minuten. Wir könnten hier total schaden. Okay. Wir könnten hier noch weitere Takedowns erzielen. So wie hier. Hier, Grinding Takedown. Oh. Das ist. Oh Mann. Da fahren wir hier weiter. Kein Problem. Es gibt überall Takedown. Oh, total Schaden. Überall Takedown-würdige Gegner. Oh. Zu viele Crashs in Road Rage oder Marked Man Events führen zum Totalschaden. Nutze die Werkstätten, um im Rennen zu bleiben. Okay.
Dann sollten wir vielleicht alles ein wenig langsamer angehen. Wir haben ohnehin schon 6 von 2. Das war jetzt nicht so geplant. So. Zeit abgelaufen. Aber wir haben gewonnen. Aber jetzt müssen wir dringend reparieren. Grün ist ein Stuntrennen. Das schauen wir jetzt auch noch kurz. Jetzt reparieren wir mal. Und jetzt schauen wir uns das Stuntrennen an. Bereit für ein Stuntrennen? Kombiniere mit Boosts und Drifts die wildesten Sprünge, Rolls und Spins, um innerhalb der Zeit die vorgegebene Punktzahl zu erzielen. Okay, dann werden wir gleich einfach mal im Gegenverkehr beinahe Dingsbums 0 Punkte. Wir bräuchten einen ordentlichen Sprung. Irgendwas in der Richtung. Wir haben immer noch 0 Punkte. Wir heben uns das Ganze auf für einen Sprung. Vierhundert Punkte! So, schau an. Das war wirklich jetzt ein Sprung. Ah, das war zu knapp. Oh, falsche Seite. So, ein Sprung. Das werden wir jetzt noch. Diese Werbetafel, die nehmen wir noch mit. Haha. Zeit abgelaufen, aber wir haben 6485 Punkte. Beziehungsweise, nö, wir haben noch Punkte. 4890 mal 3, die jetzt abgelaufen sind. Also haben wir 21.100 irgendwas Punkte. Kein Problem. Der Hunter Vegas kurft gerade durch Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, mach dich bereit. Du bist hier. Rase zum Coast Guard HQ im Nordosten.